Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Und heute steigen wir mit der Thematik ein, mit der wir letzte Woche bereits eingestiegen sind, nämlich mit der Zusammenarbeit von Konami. Da gibt es ein paar mehr Infos, die ich euch rüberhauen kann. Ja, wir haben eine Art Produktsponsoring am Laufen damit. Es wurde ein Paket mir auch schon zugesendet. Was genau wir jetzt machen, kann ich aber immer noch nicht beantworten, weil das Paket ist bis dato nicht angekommen. Ich weiß nicht, was UPS macht, aber es ist seit 8 Tagen unterwegs und ist noch nicht da. Dazu wollte ich ein einzelnes spezielles Opening-Video machen, weil ich bin selbst noch gespannt, was da so alles drin ist. Und entsprechend dann hätten wir ein paar Produkte, die wir nochmal für die Zukunft nochmal ein bisschen für ein paar Openings mit am Start haben. Das werden wir unter anderem machen. Und das mit dem früher die Produkte bekommen und so ein ganzer Kram ist momentan noch in Arbeit. Aber das andere wichtige Ding, was ich ja letztes Mal schon angesprochen habe, ist halt mehr oder weniger den Draht zu Konami zu bekommen. Und dort werden wir in, boah, sind das 2,5 Wochen-ish, I guess? 2,5 Wochen-ish werde ich bei Konami am Start sein, bei denen in der Deutschlandzentrale. Und werde dort mit ein paar anderen Yu-Gi-Tubern, ihr wisst, die anderen Deutschen, die mit am Start sind, wahrscheinlich schon mittlerweile, mit denen werde ich mich dort treffen und mit Konami selbst. Und dort wird man so ein kleines Meet-and-Greet haben mit ein bisschen Austausch, was das Game angeht, ein bisschen duellieren, Spaß haben und mal gucken, ob man daraus was Cooles machen kann. Darauf freue ich mich. Das wird bestimmt ziemlich cool. Das ist halt auch für mich das erste Mal, sowas zu machen. Da bin ich gespannt, was das so alles sein wird. Ich versuche mal eine Kamera mitzunehmen und da ein bisschen Vlog-Stuff zu machen. Ich hoffe, das wird irgendwie klappen. Ich habe schon vorher angefragt, ob man das machen kann. Man muss mal halt gucken, ne? Man darf halt nicht zu viel Filmdaten halt auch freigeben von denen. Also muss man halt gucken, dass man das halt als sensibel alles auch behandelt natürlich. Aber es wäre halt cool zu wissen, halt einmal, wie tickt eigentlich Konami tatsächlich von innen mehr oder weniger. Das wäre halt eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und da bin ich halt eingeladen und das wird dann in 2,5 Wochen stattfinden. Und dazu werde ich euch auch mehr oder weniger auch nochmal, könnte man ein Turnier dazu machen, ohne wirkliches Turnier, ne? Aber ich glaube, so ein Vlog wäre eigentlich schon ziemlich cooler. Ja, das ist aktuell der Stand und ich werde mich damit sprechen mit einem Opening melden, sobald der restliche Kram am Start ist. Und dann gucken wir mal, wie das so laufen wird und was sich dann auch allgemein dann aus dem Treffen ergeben wird. Allgemein halt freue ich mich, dass wir diese Woche die Duellserie tatsächlich noch durchgekloppt bekommen haben, beziehungsweise auch letzte Woche schon angefangen hatten mit diesem Split-Release, dass ich alles durchhauen konnte, dass wir es noch vor der Dings gemacht haben, vor der Banlist. Ich bin stolz auf mich. Ich habe 2 Duellserien in 2 Monaten hingeschafft, innerhalb eines Formates. Innerhalb eines Formates hatten wir, glaube ich, nicht mehr seitdem. War das das September 2013-Format? Ich glaube, das war das September 2013-Format und da war das ein halbes Jahr lang statt. Nur etwas mehr als 2 Monate. Das war viel Arbeit, oder 3 Monate. Das war richtig, richtig geil. Würde ich mir nicht nochmal so aufbürden wollen, glaube ich, in der Art und Weise momentan bei dem Workload, den ich habe. Aber ich weiß, dass es halt schaffbar ist und entsprechend weiß ich für die Zukunft, was ich dann damit halt alles anstellen kann und was alles möglich ist mit der Duellserie. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben. Und ja, da würde ich sagen, nächstes Thema, habe ich ja schon letztes Mal angesprochen, Umzug ist jetzt komplett in trockenen Tüchern, das wird jetzt passieren, wir werden halt mehr oder weniger zum 1.1., wenn wir hier umziehen aus der Bude, aber wir werden schon ein bisschen früher wahrscheinlich in die andere Wohnung rübergehen können, das wird wahrscheinlich in etwas mehr als 3 Wochen stattfinden, das ist quasi direkt nachdem ich von Konami da von diesem Event zurück bin, mache ich mehr oder weniger wieder meinen Umzug auch noch, das heißt, wir sind noch ungefähr 3 Wochen in dieser Location, das ist, glaube ich, das wird wahrscheinlich die letzte sein, die ich auseinanderbauen werde, weil hier nicht so viel, ja, sperriges Zeug ist, was raus muss. Das ist eher in den anderen Zimmer. Das heißt, wir haben noch vielleicht so mit dem noch 1 bis 2 Kanal-Updates noch drin und vielleicht noch ein paar Folgen hier, wenn ich noch ein paar Ideen habe. Aber da muss man mal schauen, wie das dann sein wird, weil ich nur noch 3 Wochen hier bin, muss ich auch langsam alles vorbereiten für den Umzug, deswegen wird es jetzt auch dementsprechend die nächsten Wochen weniger Videos geben. Ich habe für nächste Woche zum Beispiel gar nichts geplant, außer das Montags-Opening und ein eventuelles Donnerstags-Opening. Müssen wir mal gucken, was reinkommt. Ich nehme jetzt dieses Video am Freitag auf. Ich habe keine Ahnung, ob eine Banlist noch gedroppt ist vorher. Wenn eine noch gekommen ist, dann würde ich gerne halt nochmal meine Sonntags-Locus machen mit dem einen Deck, was ich noch seit schon 2 Wochen machen wollte und jetzt nicht nochmal Pre-Banlist halt raushauen will. Das kommt darauf an, wie das jetzt gelaufen ist. Wahrscheinlich ist es schon wieder eh keine gedroppt worden, deswegen labere ich hier eh wieder im heißen Brei. Allgemein wird es halt dann für die nächsten, wie gesagt, ich habe euch gesagt, Anfang Dezember, um Dezember rum wird es halt ruhiger werden, jetzt schon gegen Ende November, weil ich einfach, so viel aufsplitten kann ich mich nicht, aber dann, sobald wir dann damit fertig sind, dann wird es da, wieder mehr Stuff geben. Ganz genau, dann haben wir noch
Custom Playmat haben mir ein paar Leute geschrieben, dass mein Code nicht funktioniert. Frag noch mal am besten meinen Sponsor Trader und direkt, da kann man ja direkt Feedback an die zurücksenden. Der sollte eigentlich funktionieren, also Sponsoring läuft noch. Also für alle Leute, die vor allem jetzt halt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass natürlich viele Leute von euch jetzt gerne meinen Code einsetzen wollen, RenewBrain-15, um halt für Weihnachten vielleicht ein schönes Geschenk einem anderen Mitspieler zu schenken. Halt, eine Matte ist halt eine tolle Idee für ein Weihnachtsgeschenk mit vielleicht nur noch einem Custom-Motiv, das man vielleicht irgendwie mit einer Erinnerung dran behaftet, abgeben kann. Das ist ziemlich cool. Falls das nicht funktioniert, einfach nochmal bei den Anstoßen. Das sollte eigentlich funktionieren und ich würde euch empfehlen, das halt. Es ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, eine Matte zu schenken. Das würde ich auch öfters machen, wahrscheinlich, wenn ich etwas künstlerischer veranlagt wäre oder halt allgemeine Ideen hätte für allgemein solche Designs. Da steht immer noch bei mir was aus. Langsam wird es zum Running Gag, aber. Nächste Woche vielleicht. Nächste Woche kann ich mir vielleicht irgendwann ein Konzept ausdenken. dann die nächste Sache ist YCS Mailand. Die letzte YCS für dieses Jahr steht ja jetzt an in. Dieses Jahr in 2 Wochen, glaube ich schon. Ich. I guess. Ja, in 2 Wochen. Die ist gebucht jetzt zusammen mit mir, Sören und Daniel. Wir werden dort mit am Start sein. Ich habe keine Ahnung, in welcher Pampa das da ist. Busto Arsizio am Arsch Mailand. Das ist irgendwo mitten in Italiens Nirvana gefühlt. Wir haben irgendwie ein Hotel gebucht. Wir haben jetzt irgendwie einen Mietwagen. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so jongliermäßig alles buchen müsste. Daniel muss später nachkommen mit einem späteren Flieger. Ich musste so eine Kombo-Buchung machen. Wir freuen uns drauf, wir holen uns unsere Traveler Mat ab und gucken mal, wie es halt laufen wird dort. Und das heißt, wenn ihr auch mit in Mailand seid, könnt ihr uns gerne mal Hallo sagen. Ich bin mal gespannt, wer sich alles wirklich die Tour angeboten hat, dass sich durch diesen ganzen Buchungswahnsinn da durchzuhauen. Vor allem wieder in Italien, doch die öffentlichen Verkehrsmittel einfach nicht existent sind gefühlt. Da war halt Rimini deutlich besser. Ne? Deswegen, wir werden da am Start sein, deswegen freuen wir uns darauf, das letzte Turnier für dieses Jahr und dann, oder Großturnier, und dann geht es nächstes Jahr wieder weiter mit Regios und weiteren YCSs. Ansonsten merkt ihr das wahrscheinlich, wir haben ja jetzt die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, gefühlt so 6 Videos in der Woche rausgehauen im Schnitt. Ich bin durch, das merkt man mir auch an, vor allem, weil ich ja halt Job zu tun habe und den Umzug und halt allgemein noch Planungen für wichtige Dinge im nächsten Jahr anstoße langsam. Ich merke, ich bin weit über mein Limit wieder hinaus. Ich habe das ja schon mal gesagt, das war Mitte 2016, dass ich genau das gleiche da hatte. Da war ich auch sowas von durch, wo ich gesagt habe, nein, wir machen jetzt Teilzeitarbeiten, weil ich kann nicht mehr beides gleichzeitig machen. Das ist einfach zu krass. Momentan sehe ich jetzt schon wieder denselben Punkt erreicht. Und entsprechende Maßnahmen habe ich schon entsprechend eingeleitet. Welche das sind, könnt ihr euch selbst denken. Die werde ich euch dann nochmal eher nächstes Jahr erläutern. Aber wir werden mit YouTube und dem ganzen Stuff hier halt mehr machen ab dem 1.5. nächstes Jahr. Da wird es Vollangriff geben. Die ersten 4 Monate darauf hinkommend. Jetzt vom Dezember bis zum April wird es entsprechend auch schon Anpassungen geben. Das ist eigentlich genau das, was ich mir eigentlich versprochen hatte, Anfang 2018, was ich mir Ende 2017 vorgenommen hatte zu machen, um ein Jahr quasi mehr oder weniger verschoben und dann endgültig durchzustarten, dann im Mai. Da freue ich mich drauf, jetzt noch die letzten 5,5 Monate Things and Stuff und dann wird das, glaube ich, ziemlich geil. Ich freue mich drauf, ich weiß nicht, wie Burnout sich anfühlt. Wenn das Burnout ist, kann es sein, ist okay, ich kann damit handeln, ich habe kein Problem damit, deswegen mache ich auch jetzt ein bisschen Gas runter, weil ich jetzt mal die anderen Dinge erledigen werde, aber keine Sorge, ich werde euch nicht zusammenklappen oder so, ich werde weiter meine Videos machen, weil ich halt richtig Bock drauf habe und ja, ich möchte nächstes Jahr so einige coole Sachen, Projekte machen, vor allem auch mit Daniel und Sören, was dann auch in der Möglichkeit wieder da ist, weil man halt wieder näher beieinander ist. Nichtsdestotrotz, arbeiten ohne Ende halt, wie gesagt, ich arbeite halt immer noch nebenbei, festangestellt und wir hatten unsere Weihnachtsfeier gehabt vor, glaub, 1,5 Wochen, glaube ich so, und da ist mir zum ersten Mal das passiert, was ich nicht gedacht hätte, dass mir das irgendwann mal überhaupt passiert. Ich wurde nämlich auf offener Straße angesprochen wegen meinem YouTube-Kanal, nicht innerhalb einer Yugi-Umgebung. Ich saß mit meinen Arbeitskollegen
nach der Weihnachtsfeier halt an der Haltestelle Munzburg und da wurde ich halt angesprochen von einem Abonnenten oder jemandem, der mich kennt und hat kurz Hallo gesagt, hi. Und ich sagte, hey, moin, was geht ab, hi. Danke fürs Zuschauen meiner Videos und so, hat man sich kurz ausgetauscht. War ziemlich cool, aber das war halt für mich sehr unerwartet. Weil normalerweise halt im Yugi-Bereich, klar, weiß ich, da spreche ich mich gerne Leute an, da bin ich auch immer ready. Das kam vollkommen unexpected, weil wir haben halt eine richtig geile Weihnachtsfeier gemacht in Richtung Lasertag und Tower VR. Das war richtig, richtig cool. Und ich sitze dann da verschwitzt irgendwie so am U-Bahnhof und dann kommt da einer vorbei und sagt, hey, coole Videos, wie du warst. Es war jetzt vielleicht nicht die beste Situation von meiner Seite aus gedacht. So. Ich glaube, das sind so Sachen, mit denen ich vielleicht mich in Zukunft auch noch öfters befassen werden muss, auch wenn ich vielleicht mir jetzt aus Hamburg weiter rausziehe. War das jetzt so ein Highlight für mich vor 2 Wochen, weil das war das erste Mal, ich dachte mir so, okay, jetzt ist auch in der Öffentlichkeit nicht mehr so sicher, einfach so rumzulaufen, auch wenn ich in Hamburg halt allgemein immer so viel rumlaufe. Vielen Dank an den Abonnenten, der kurz Hallo gesagt hat. So weiß man, dass auch echte Menschen, die einfach so in einem Alltag rumlaufen und vielleicht nicht, so Yugi-Turnier-affin sind, auch existieren, die mir gerne mal Hallo sagen, außer denen die Leute, die sowieso schon auf den Turnieren Hallo sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Das war, glaube ich, ein langer Kanal-Update mit sehr vielen Themen. Wir werden noch, ja, 1, 2 Kanal-Updates haben hier in der Location. Ich bin schon gespannt, wie das neue Büro sein wird. Ich habe mir so ein paar richtig coole Ideen einfallen lassen. Das wird ein richtig geiles Ding, da freue ich mich auch dazu, dann entsprechend ein Video drehen zu können. Allgemein mit dem Umbau, Umzug und so. Das wird cool. Das ist dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüssi.